Mit großem Gerät waren wir in diesem Sommer unterwegs. Pöttinger stellte uns die neue 10 Meter breite Kurzscheibenegge TerraDisc 10001T vor, die in dieser Ausstattung ca. 121.000 Euro ohne Mehrwertsteuer kosten soll. Mit der optionalen ISO-Bus-Ausstattung werden sämtliche Funktionen elektrohydraulisch ausgeführt. So entfaltet sich das Gerät auf satte 10 Meter Arbeitsbreite mit nur einem Knopfdruck. Pöttinger setzt auf die sogenannte Lafettenklappung, weil die beiden Ausleger im Vergleich zu der Sandwich-Klappung gleichmäßiger mit Druck beaufschlagt werden können. Allerdings kommen bei dieser Art der Klappung natürlich negative Stützlasten auf. Dieser Nachteil ist in der Regel aber problemlos, weil das Eigengewicht der Zugschlepper ab 350 PS aufwärts ausreichen sollte. Mit der ISO-Bus-Steuerung hat Pöttinger interessante Details in die Steuerung einfließen lassen. So kann die Neigung der Werkzeuge einfach über den großen Zylinder für die Klappung stufenlos eingestellt werden, um Seitenzug zu vermeiden. Ebenfalls stufenlos und millimetergenau kann die Arbeitstiefe eingegeben werden. Dafür sind die Zylinder an der Nachlaufwalze und vorne an den beiden Tasträdern mit Sperrblöcken und Lagesensoren versehen. Der vorgespannte Case Quadtrack 620 hatte mit der Egge natürlich keinerlei Schwierigkeiten, egal ob bei 4 oder 10 cm Arbeitstiefe. Am Vorgewände stützt sich die TerraDisc auf der Walze hinten und vorne auf der Zugöse am Schlepper ab. Damit kann am Feldende bodenschonend und fix gewendet werden. Die Kurzscheibenegge liegt auch bei hohen Geschwindigkeiten wie ein Brett auf dem Acker. Dafür sind die Zylinder an der Tiefeneinstellung an der Walze sowie die beiden Klappzylinder hydropneumatisch gedämpft. Die Anordnung der 58 cm großen Scheiben mit 90 cm Balkenabstand und Überlastsicherung durch Gummiwülste sind von allen anderen TerraDisc-Modellen bekannt. Ebenso die paarförmige Aufhängung mit je zwei Scheiben an einem Twin-Arm. Zum Stoppelumbruch leistete die TerraDisc unter den diesjährigen trockenen Bedingungen sehr gute Arbeit. Detaillierte Ergebnisse zur Arbeit und zur Einstellung können wie immer in der aktuellen Ausgabe der Profi nachgelesen werden. Beim Nachläufer hat der Kunde diverse Möglichkeiten. In unserem Fall war die Tandem-Kono-Rollwalze angebaut. Mit einem Durchmesser von 56 cm tragen die Walzen das Gewicht der 13 Tonnen schweren Maschine.